Hallihallo Leute, da sind wir wieder zurück zu Minenkraft. So, jetzt guck ich mal. Was hab ich mir dabei gedacht? Ja, man kann da glaube ich schon was machen, irgendwie, wenn man anderes Holz benutzt. Außer das dunkle. Statt dem dunklen Eichenwood benutzt, dann glaube ich, passt das schon. Haben wir hier eigentlich noch irgendwas drin? Bann. Sind ja eigentlich die Ganoven noch da? So. Hier will ich dann auch mal den Durchgang machen zu dem Lager rüber. Rein theoretisch. Ja gut, ich habe hier vorne noch kein Licht. Ich habe hier vorne noch kein Licht. Das heißt, hier überall kann noch was spawnen. Ich müsste mal quasi vor unseren Häusern Lampen hin platzieren. So, wir brauchen so. Okay. Gut, wo ist die Axt? Genau, das hat halt jetzt nicht keine so Vorstöße. Bis auf hier. Hier verbinde ich ja beide. Eventuell können wir hier auch tatsächlich dann so eine Art Balkon dann machen, wo man dann hier noch rein kann. Ja, ich glaube, das können wir machen. Ich bin sowieso gespannt, wie das dann aussieht. Mit Dach. Also, wie ich das Dach mache. So. Wie hoch bist du hier? 3. Dann. Hier, warum ist hier nur 4 Abstand? 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Okay, das passt. Das passt.
Passt das hier auch? Passt hier auch. Interessant. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei. Passt. Gut. Ah, faire Jumps kann ich nicht so gut. Gucken wir mal, ob das Holz reicht, nochmal für eine Umrundung. Nein. Müssen wir dann die großen Balken sammeln gehen. Wie ich das Dach mache, weiß ich eh noch nicht. Es wird sich hier so ein bisschen überschneiden. Da kann man aber erstmal nichts machen. So. Reicht nie im Leben die Wolle, aber ich möchte sie trotzdem schon mal einsetzen. Kann ich nicht. Ich hol Holz. Rein da. Zack, zack. Aber irgendwo schufällig ein paar Äxte. Bestimmt hier in irgendeiner Kiste mal Äxte gelagert, oder? Reicht mir. Weiter in den Wald rein. Das ist der falsche Wald. Obwohl, von euch brauche ich auch ein bisschen Holz. Er ist noch nicht wirklich gelichtet, so richtig, gell? So. Ich glaube, einer sollte reichen. Dann machen wir noch einen zweiten weg.
Ich glaube, den kriegen wir gar nicht weg. Gut, aber das reicht und ich so, wir werden hier Folgendes machen. So, dann hole ich mir dann gleich mal ein bisschen Erde. Obwohl, jetzt hätten wir das erstmal fertig. Die Dächer machen wir aus Eichenholz. Ja, ich brauche trotzdem Äxte, brauche ich trotzdem. Dass ich hier hinten keine Fenster habe. So. Schon besser. Rein damit die Scheiben. Also Eisen haben wir nicht mehr so viel. Ja, ich sammle trotzdem noch ein bisschen Wood. Mich wird dann mal die Statistik interessieren. Die gucken wir uns dann in der Folge nochmal an. Jetzt baue ich erstmal ganz kurz da hinten was zu. Keiner braucht hier ein Lavaloch. So. Das wollte ich eigentlich gar nicht zubauen. Ich wollte eigentlich die Schlucht, aber wenn ich gerade mal hier bin. Achso, was tue ich denn hier eigentlich? Bin ich denn irgendwie völlig plemplem? Schütte jetzt einfach Wasser drüber. Gut. Ausgemacht, die Schuhe.
Gut. Ich möchte hier nirgendwo Lava drin haben. Das Problem ist, wenn ich hier mich einmal runterbuddel, liege ich unten. Deswegen hoffe ich, dass ich hier niemals was bauen will. Ah. Fuck. Fucking Chicken. So. Und so verbraucht man wenigstens mal ein bisschen Erde. Und machen hier das mal alles ein bisschen sicherer. Gehört ja auch mal dazu. So. Ist da was? Hier entsteht bald ein neues Projekt. Hier entsteht definitiv bald ein neues Projekt. Und ich habe da auch schon richtig gute Ideen. So, aber jetzt gucken wir noch mal ganz kurz in die Statistiken einfach mal rein. Das ist jetzt die Folge 63, 64, irgendwas mit 60. Ich habe schon 50 Folgen länger überlebt, als ich dachte, dass ich es tun werde. Deswegen kann man da jetzt schon mal kurz reingucken. Statistik: Amboss benutzt 5-mal, Banner gewaschen 0-mal, warum auch immer man das kann. Bett benutzt. Braustand benutzt 4-mal. Endertruhen fast geöffnet. Fische gefangen 3-mal. Ja. Gegenstände fallen gelassen. Sehr schön. Geschlichene Zeit. 58 Minuten. Sind wir schon geschlichen? 3-mal Glocke geläutet. Kartentische benutzt. Kessel gefüllt. Kreaturen erlegt. 212. 137 Mal mit Dorfbewohnern gehandelt und 126 Mal gesprochen. Ofen haben wir 158 Mal benutzt. Schaden erlitten. 300. 387 mit Schild abgewehrt. Super. Spieldauer 0,88 Tage. 17.000 Sprünge. Steinsägen benutzt 31 Mal. 2,68 Kilometer mit dem Pferd geritten. Ein Kilometer gelaufen unter Wasser, gefallen sind wir 3 Kilometer, Strecke geflogen 32 Kilometer, Strecke gelaufen 86 Kilometer. Guck mal an. Geflogen bedeutet, dass sind wir gerade gesprungen. Das heißt, 100 Kilometer haben wir schon hinter uns. Und davon 23 Kilometer gesprintet? Oder muss man das zusammenrechnen? Ich habe keine Ahnung. Truhen geöffnet. Hergestellt. Am meisten haben wir hergestellt Weizen. Weizen, Steine und Eichenholzbretter. Ja, danach Fackeln.
Verbraucht haben am meisten Pickaxes. Kann ich mal schaufeln? Abgebaut am meisten Stein mit 4000. Nicht mehr Erde, Netherrack. Benutzt am öftersten aufgesammelt. Kobbel. Fallen gelassen, Netherrack. Q. Sehr gut. Wir haben Diener erledigt. Schau an. Diener. Plünderer haben wir 5. Piglin haben wir 6. Schwein 1. Und Huglin auch 1. Ja, haben wir schon ein bisschen was geschafft, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.